Hallo Leute! In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte eines 4-jährigen Jungen, welcher in einem Swimmingpool spielte. Eine Woche später passierte ihm etwas Schreckliches. Wenn Kinder im Wasser spielen, sind ihre Eltern meistens besonders aufmerksam, um bei der geringsten Gefahr einzugreifen und ihre Kinder zu retten. Doch kaum einer weiß, dass auch noch nach dem Ausflug im Schwimmbad Gefahren lauern können. Auch Frankies Eltern waren ahnungslos, sie genossen den Tag am Pool mit ihrem Sohn. In den darauffolgenden Tagen ging es Frankie nicht sehr gut, aber keiner brachte das in Verbindung mit dem Aufenthalt im Wasser. Seine Symptome waren dabei auch alles andere als ungewöhnlich. Er hatte mehrere Tage eine leicht erhöhte Temperatur und fühlte sich unwohl. Eine Woche später wachte Frankie vor Schmerzen schreiend auf. Sein Vater kam sofort herbeigeeilt und rief einen Krankenwagen. Doch für Frankie kam jede Hilfe zu spät. Nur Sekunden später tat er seinen letzten Atemzug. Auch im Krankenhaus konnte Frankie nicht mehr geholfen werden. Vergeblich versuchten die Ärzte, das Leben des kleinen Jungen zu retten. Doch nichts half. Die Diagnose lautete: sekundäres Ertrinken. Sekundäres Ertrinken ist ein Phänomen, das den meisten von uns wohl kaum bekannt ist. Doch insbesondere Eltern sollten wissen, worum es sich bei diesem Phänomen handelt, da sekundäres Ertrinken vorrangig bei Kleinkindern auftritt und bei rechtzeitiger Behandlung verhindert werden kann. Die Symptome treten dabei erst Stunden oder Tage nach dem Badeausflug auf. Doch wie genau äußert sich die Erkrankung? Schmerzen im Brustkorb, Atemnot, erhöhte Temperatur, Erbrechen, extreme Müdigkeit oder blasse Haut können Anzeichen dafür sein. Ursache für das sekundäre Ertrinken ist Wasser, welches in die Atemwege gelangt ist. Dies führt zu Wasseransammlung in der Lunge und das wiederum zu Sauerstoffmangel. Da sich die Symptome nicht sofort äußern, bleibt sekundäres Ertrinken meist unentdeckt. Wer jedoch die Vorzeichen richtig deutet und rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, der kann das Leben seines Kindes retten. Eltern sollten deshalb besonders aufmerksam sein, nicht nur während des Badeausfluges, sondern auch in den Tagen danach. Zum Glück ist trockenes Ertrinken sehr selten. Doch für Frankies Eltern ist dies wohl kein Trost. Deshalb sollten alle Eltern von diesem Phänomen wissen, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Wusstest du, dass sekundäres Ertrinken existiert? Teile dieses Video mit so vielen Eltern wie du kannst, damit aus diesem Grund nie wieder eine Familie ihr Kind verliert.